Willkommen bei unserem Fluffcast. In unserer heutigen Episode geht es darum, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Dafür habe ich unseren Interview-Dude dabei. Moin. Hallo, ich bin der Dude. Hallo, Dude. Ja, ich mache das Editing. Ich bin quasi der Media-Part in unserem Social-Media-Kanal-Gedöns. Und Lupo ist der Social-Part, der redet mit den Leuten. Genau, im Gegensatz zu dir, du hörst dir das Ganze an, wenn du schnippelst. Naja, und ich guck's auch auf unserem YouTube-Kanal. Also ja. Natürlich. Ich bin unser größter Fan. Genau, nee. Wenn du sagst behind the scenes, so viel behind gibt's ja da theoretisch gar nicht, weil eigentlich sind's nur wir beiden Deppen und ein bisschen Technik und ziemlich viel, wie sagt man, Elbow Grease. Ich schätze mal schon. Aber es haben auch genug Leute schon gefragt, warum wir das machen. Also dachte ich, warum nicht? Sprechen wir es mal an. Deswegen haben wir auch keinen Gast. Genau, wir sind unser eigener Gast. Kann man so sagen. Du bist mein Gast, ich bin dein Gast. Um Gottes Willen, das kann ja heiter werden. Mein Beileid. Erzähl doch mal, wie zum Geier sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen? Vielleicht sollten wir beim Urschleim anfangen. Bevor wir Fluffy TV gegründet haben im, wann war das? Mai? Mai 2023? April? Beim Urschleim, sagst du? Ja, also vor circa 150 Jahren wurde die Videokamera erfunden. Nein. Wenn du wirklich beim Urschleim anfangen möchtest, es war einmal der Kontinent Pangea und auf diesem Kontinent... Demnächst auf diesem Kanal, Fluffy TV, die Höhlenmalerei. Ja, das wäre wenigstens educational. Bevor wir mit Fluffy TV angefangen haben, waren wir quasi das, oder ich war das Videoteam, ich war alleine das Videoteam, eines der lokalen Furry-Stammtische hier in der Gegend. Aber, du warst ein Team. Genau, ich war ein Team, bis wir dann mehr Leute ranbekommen haben. Aber erstmal war ich das Team. Das stimmt. Auf jeden Fall, irgendwann sind wir da weg und da dachte ich mir, eigentlich war das cool, ich will das weitermachen. Also haben wir mit Fluffy angefangen. Vielleicht solltest du mal erzählen, was du da an Videos gemacht hast. Ja, erstmal waren es hauptsächlich Walk-Videos, quasi das, was wir bei unseren Mittwoch-Slots hochladen. Und Shorts, was quasi die anderen Slots einnimmt, wenn zufällig kein Event war. Das, was mehr oder weniger in der Probephase, in der Prototypphase, ein paar Episoden bekommen hat, waren da schon Interviews. Das stimmt, war quasi, was wir gemacht haben. Stimmt, wir haben angefangen mit, du rennst mit der Kamera rum, schnippelst den ganzen Kram zurecht und lädst das für YouTube hoch. Und irgendwann kamst du tatsächlich auf die Idee mit, hey, yo, wäre doch mal cool, den Leuten zu zeigen, ey, diese ganzen komischen Fellgestalten sind A, am Ende des Tages auch nur Menschen, B, gar nicht mal so weird und C, eigentlich ganz interessant. Also geben wir denen doch mal ein bisschen eine Bühne. Und das war so der ursprüngliche Gedanke. Richtig. Funktioniert auch erstaunlich gut. Das ist so keine Ahnung, aktuell glaube ich das, was so die meisten auf dem Schirm haben, was wir so machen. Zumindest die meisten, die regelmäßig auf den Kanal gucken. Bin jedenfalls auch sehr erfreut darüber, wie positiv die Leute das auffassen. Ja, ich auch. So die Interviews, kann ich jetzt, das ist ja ein Behind-the-Scenes-Ding. Die Interviews ist das, was am wenigsten Dislikes erntet. Die Leute mögen euch alle. Genau. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass die Interviews halt meistens an Leute verteilt werden, die den Typen, der am Interview sitzt oder die Dame oder whatever, kennen. Ne? Also glaube ich, relativ üblich, dass, hey, guck mal, ich war da im Interview hier, schau mal rein. Ja, und wenn man irgendwie schon mit Leok oder anderen YouTubern bewusst ist, dass es die gibt und dann sucht man halt den Namen und oh, da kriegt man unser Video zu sehen. Ja, oder irgendjemand rührt einfach die Werbetrommel, weil du Leok gerade ansprichst. Riesiges Danke, falls du hier gerade zuhörst. Vielen Dank. Für den Shoutout. Ja, genau. Da kamen echt viele Leute und alles super nette Flauschis. Genau. Du hast aufgehört zu erzählen bei, wir sind denn da raus aus dem lokalen Stammtisch und haben uns überlegt, oder vielmehr, du meintest, hey, das macht mir Spaß, ich will es damit nicht aufhören. Und wir haben dann relativ lange, ich glaube einen Monat oder so, erstmal überlegt, ja okay, weitermachen. Aber wie?
Ich meine, dass wir die Walk-Videos weitermachen, war relativ schnell klar. Das war, glaube ich, das erste, wo du gesagt hast, hier, das will ich, das mache ich. Richtig. Nach den beiden Testepisoden fand ich auch das mit den Interviews eigentlich eine ganz gute Idee und wollte das weitermachen. Und du meintest dann, hey, jetzt haben wir zwei Sachen, ich will noch eine dritte machen. Und jetzt haben wir auch noch einen Podcast. Ja, also du kamst auf die Idee, das Ganze Fluffy TV zu nennen. Also habe ich mir gedacht, mit zwei Sachen ist man nicht wirklich ein TV-Channel, wenn du weißt, was ich meine. Also habe ich mir gedacht, wir bräuchten quasi ein weiteres Sendeformat mit einer festen Sendezeit. Naja, ich kann jetzt nicht irgendwie Game-Shows machen, wobei das auch cool wäre. Aber so ein Laber-Ding, das kann man machen. Der Pelz ist heiß. Ja, aber nur wenn man was gewinnen kann. Du sponsorst die Preise. Family-Duell. Firmini. Ja, okay. Später vielleicht. Wer wird Failionär? Das können wir uns nicht leisten. Stimmt. Man kriegt eine Failion Hacks. So, das können wir uns leisten. Monopoly-Geld auszahlen. Ja. Na gut, das aber nur am Rande. Mal gucken, was wir da noch extra machen. Auf jeden Fall, hast du denn irgendwann gesagt, ey, yo, wenn wir schon TV heißen, dann wollen wir das auch so einigermaßen professionell aufziehen. Also braucht man ein Logo und dann braucht man dies und dann braucht man das. Und dann müssen wir dann auch wirklich regelmäßig auf Sendung gehen, was bisher auch erstaunlich gut geklappt hat. Bis dato haben wir von den drei Sachen, die wir uns irgendwie als Ziel gesetzt haben, noch keinen Sendeslot verpasst. Wobei das auch daran liegt, dass wenn rein zufällig nichts läuft, dann läuft halt ein Short. Podcast gibt es halt an jedem ersten Donnerstag im Monat und alle anderen Donnerstage läuft dann halt quasi eine Wiederholung. Ein Short. Genau. Etwas, das ich witzig oder informativ fand und das gibt es dann quasi nochmal in kurz. Ja, wobei ich sagen muss, die YouTube-Shorts laufen eigentlich auch ganz gut. Ja, die Podcast-Shorts nicht so. Aber die von den Events, ich verstehe den Algorithmus dahinter immer noch nicht. Keine Ahnung, was davon steil geht und warum. Aber am Ende auch egal. Solange es Leute gucken und dran Spaß haben, Wayne. Naja, vieles ist halt auch nochmal mit ein bisschen, da kann ich halt Bullshit machen, unterm Strich. Einfach mal, die bepfoten sich da. Oh, let's go. Wir machen da ein bisschen Tekken-Musik und geben denen eine Healthbar und der eine wird besiegt. Uff. Ja. So, das ist halt nicht nur einfach nur ein Snippet aus dem Video selber, sondern da steckt auch noch mal ein bisschen Humor und Arbeit mit drin. Du willst sagen, das ist dein kreativer Spielplatz? Genau. Für die anderen Sachen kann ich halt mich nicht so sehr austoben. Ich meine, bei den Walk-Videos schon ein bisschen. Ja, ein bisschen. Aber ich würde sagen, da kommen wir gleich zu. Ich würde das gerne vielleicht chronologisch durchgehen. Vonsofern fangen wir mit den Dienstag-Uploads an und das wären die Interviews. Wozu es bisher übrigens noch keine Shorts gab, weil ihr euch alle so fleißig meldet. Danke nochmal dafür. Ja, danke auch von mir für alle, die sich mit mir hinsetzen, um ein bisschen zu quatschen und generell dabei sind, weil wenn keine Leute da sind, die ich interviewen kann, gibt es auch keine Interviews mehr, das wäre ein bisschen blöd. Korrekt. Und wenn es keine Interviews gibt, dann gibt es vielleicht irgendwann mal Shorts. Aber aktuell, wir haben keine einzige Woche ohne Interview gehabt, seitdem wir angefangen haben. Das ist ein Community-Effort und da solltet ihr euch genauso auf die Schulter klopfen wie du dir und ich mir. Ich meine, ja, wie gesagt, ohne Leute keine Interviews. Ich kann mich ja schlecht alleine hinsetzen und, keine Ahnung, 20 Minuten lang einfach das Mikrofon voll quatschen, das wäre ja langweilig. Ich meine, das machen wir donnerstags. Nicht allein, aber ja. Naja, just in diesem Moment irgendwie schon. Also nicht ich alleine, aber jetzt aktuell wir alleine. Aber stell dir vor, du sprichst eine Stunde mit dir selber. Ich glaube, da würde ich mir hinterher selber wirklich wahnsinnig werden bei. Hey Shuji, wie geht's dir? Also mir geht's ganz gut. Ah, und was hast du heute noch so vor? Ja, ich schneide noch 20 Videos und du? Ach ja, ich auch. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand gucken wollen würde. Nee, das wäre auch selbst für dich ziemlich cringe. In der Tat.
Vielleicht mache ich das irgendwann mal zum 1. April. Fällt der 1. April 2024 auf irgendeinen unserer Upload-Tage? Ich meine, wir haben eine 3 in 7 Chance, dass es tatsächlich irgendwo landet. Und nein, es ist ein Montag. Ja, dann gibt es keinen April-Scherz. Schade, Schokolade. Egal. Und da das hier ein Behind-the-Scenes wird, erstmal, wie machen wir das? Dann fangen wir doch einfach mal am Anfang an. Entweder meldet sich jemand über das Formular, das bei allen Interviews und jetzt auch unter dem Video, weil wenn ich drüber rede, knall ich es auch mit rein. Da gibt es einen Link, da kann man draufklicken, da kann man einfach sagen, ey, yo, ich wäre gerne dabei. Bisher haben wir auch bei fast jedem gesagt, ja klar, mach halt. Da die Frage auch schon mal kam, was muss ich denn drauf haben und was muss ich denn können, dass, damit ich ins Interview darf? Existieren wäre ein guter Anfang. Einen Puls haben wäre gut. Das wäre von Vorteil. Ja, naja, der Punkt ist, jeder ist irgendwie in sich interessant. Einfach dadurch, dass, selbst wenn ihr einfach normal seid, so die Leute denken, ah, Furries sind Freaks. Nö, wenn ihr normal seid, dann meldet euch. Ihr seid ein gutes Gegenbeispiel für genau solche blöden Aussagen. Genau, einfach damit die Leute mal sehen, ey, guck mal, das sind nicht alles irgendwie Kellerkinder, bei Mutti im Untergeschoss wohnen, ne? Ihr wisst schon, dieses stereotypische Weep-Ding, hier South Park-Szene einfügen. Oh Gott, nein, bitte nicht. Zu spät. Nein, einfach nein. Na gut, ja, sind halt Menschen wie, im wahrsten Sinne des Wortes, wie du und ich. Aber halt auch nicht nur wie du und ich. Auch wie, keine Ahnung, Klempner Heinz aus der 11. Etage und Susanne Kretschmer, die Mutter aus der 12. Es ist halt, alle Menschen sind unterschiedlich und das zählt halt auch für Leute, die sagen, hey, ich würde mich ganz gerne in Fell kleiden. Irgendwie habe ich jetzt vor meinem geistigen Auge so die typische Erdgeschoss-Oma mit einem Kissen auf dem Fensterbrett, die, wenn es draußen nichts mehr zu sehen gibt, in ihr Kämmerlein geht und anfängt, Fursuits zu nähen. Gibt's das? Stimmt. Und selbst wenn nicht, warte noch mal ein paar Jahre. Sobald mehrere... Oh. Nee, das wird sie nie tun, oder? Was auf dem Fensterbrett hängen oder mit 80 auch immer noch Fursuits bauen? Ich meine, Mera kriegt das hin, einfach während sie auf dem Fenster hängt mit 80, auch dann noch Fursuits zu bauen. Genau, jedenfalls übers Formular, da haben wir jetzt aufgehört, übers Formular geht's los, denn gibt's im Formular noch einen Punkt, wo du sagen kannst, hier, ich hinterlasse meinen Telegram und oder Discord, optimalerweise beides, damit ich dann die Leute anschreiben kann mit, hallo, du hast dich bei uns gemeldet, ich bin hier der Typ, der die Interviews macht, wann hast du denn Zeit? Übrigens, ich werde das hier auch einblenden, dass man sieht, wie dieses Formular für euch aussieht und wie das für uns aussieht. Mal so einfach als nebeneinander dargestellt, I guess. Es ist halt einfach ein Standard Google Docs. Ja. Muss ich das Rad nicht neu erfinden, dafür reicht's. Genau. Dann irgendwie, ja, hier, Termin, wann hast du Zeit? Meistens ist das ja dann irgendwie Wochenenden oder abends, weil arbeitende Bevölkerung halt. Korrekt. Geht ja mir auch nicht anders. Ich kann mich auch nicht irgendwie nachmittags um 12 irgendwo hinsetzen und ein Interview aufnehmen, weil hiervon kann ich nicht leben. Ich muss auch irgendwie Brötchen verdienen. Wäre aber schön, wenn. YouTube, please sponsor us. Genau, YouTube sponsert uns. Ja. Daddy YouTube. Daddy please. Genau, hier Sponsoring für Raid Shadow Legends einfügen. Nein. Nein. Den Witz haben wir schon mal gemacht. NordVPN? Nein. Ach man. Na gut, dann halt kein Sponsoring. Jedenfalls. Irgendwas Furry-themed. Wie wär's mit Shark VPN? Nee, wie hießen die? Surfshark. Surfshark, genau. Oder, genau. Wer produziert Honey, also Honig? Richtig. Bienen. Keine Ahnung. Bienen sind pelzig. Achso, ich dachte, du meinst die Firma. Nein, sponsored by Honey. Ja. Gut, können wir das lassen? Das ist irgendwie weird. Daddy Honey, please sponsor me. Thank you. Oh nee. Also können wir jetzt aufhören, nach Sponsorings zu betteln? Nö, ich höre nie auf. Jedenfalls, wenn wir dann einen Termin gefunden haben, meistens, das heißt nicht meistens, im Normalfall schicke ich den Leuten vorab so den groben Fragenkatalog, damit die ungefähr wissen, was auf sie zukommt und damit die im Zweifelsfall sagen können, hey, hier die eine Frage, kannst du die vielleicht mal weglassen? Ne?
nicht jeder möchte verraten, womit er seine Brötchen verdient zum Beispiel. Ja, oder wie alt er ist. Was auch völlig okay ist. Dann setzt man sich halt schön gemütlich in Discord, quatscht ein bisschen. Achso, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Ich habe meistens meinen VTuber-Avatar, einfach damit nach ein bisschen was aussieht. Ne? Einfach nur Bild aufs Bild ist langweilig. Genau. Hey, und willst du damit sagen, wir sind gerade langweilig? Ja, die Hälfte des Publikums ist schon eingeschlafen. Jedenfalls für mich denn das VTuber-Avatar, das Xeli gebaut hat, da auch nochmal danke an Xeli. Danke, danke. Oder vielmehr texturiert gebaut hat, das glaube ich nicht. Egal. Jedenfalls für den jeweils anderen haben wir versucht, uns die Arbeit ein bisschen einfacher zu machen. Da gibt es was, das nennt sich Discord Reactive Images. Das ist im Prinzip nichts anderes, was dieser grüne Kringel auf Discord immer macht, nämlich anzuzeigen, ob jemand spricht oder nicht. Nur, dass du quasi dir zwei Bilder aussuchen kannst, zwischen denen das hin und her wechselt. Genau, zwischen aktiv, quasi wenn der Ring an ist, und quasi inaktiv, wenn der Ring aus ist. Genau, das wäre so quasi der Standard, so dass du dann in der Regel die entweder in Farbe, sprich gerade, schwarz-weiß, sprich nicht. Ich hatte auch schon einige, die haben gesagt, gerade so Zeichnerinnen und sowas oder Artists in general, die dann sagen, hey, yo, ich mache eine Version mit Mund zu und eine mit Mund auf. Das ist auch immer ganz nice. Ja. Das habe ich ja für unsere VTuber, für unsere Reactive Images, die ihr jetzt auch gerade just in diesem Moment on screen seht, habe ich das auch gemacht. Genau. Dann, was hat man noch? Einige haben auch gesagt, ja, ich habe meinen eigenen VTuber, ich nehm das mit auf und schicke dir das File, auch das geht. Einer hatte ein Bild von seinem Fursuit, den er dann quasi in Reactive Images gepackt hat. Stimmt, das hatten wir auch schon mal. Also der Möglichkeiten gibt es da reichlich. Genau, Audio nehmen in der Regel wir auf, also im Normalfall kommst du ins Interview, brauchst du ja nicht allzu viel eine Platte machen, weil die Technik läuft in der Regel bei uns, außer halt dieses Reactive-Ding, so es dann ordentlich funktioniert, was auf Handys meistens nicht so ist. Ja. Wir hatten aber auch schon einige Audio-Nerds, die halt ihr Audio selber aufgenommen und mitgeschickt haben. Das war auch sehr nett. Ja, das macht uns die Arbeit leichter. Wobei wir ja grundsätzlich mit, selbst wenn wir hier auf unserer Seite aufnehmen, haben wir immer zwei Audiospuren. Eine für quasi kommt über Discord rein und eine für nimmt das Mikrofon auf. Genau. Quasi einen für den Gast, einen für den Host. Genau. Wenn wir dann die Aufnahme da haben, dann schiebe ich das weiter an Schulti. Hi. Damit der dann was Vernünftiges draus schnubbeln kann. Schnibbeln. Schnittfups. Genau. In der Regel schicken ja die Leute dann auch noch irgendwelches Material. Hier Fursuit-Bilder, also Fursuit-Bauer schicken Bilder, so rum ist es richtig. Oder Leute schicken halt Bilder von ihren Suits oder. Genau, und du versuchst dann aus dem ganzen Kram irgendwie was einigermaßen Konsistentes zu basteln. Ja, ich muss sagen, was das angeht, mein Lieblings Fursuit-Bilder, den wir bisher hatten, war Melina. Einfach aus der Tatsache heraus, sie hat tatsächlich nicht nur Fursuits gebaut, sondern auch Handpuppen. Diese dann halt so Drachenhandpuppen, die sahen verdammt cool aus. Ja, das stimmt. Da das Interview auch quasi gerade erst online gegangen ist letzte Woche, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal rein, ist echt interessant. Ja. Genau. Möchtest du vielleicht zum Schnittprozess noch was sagen? Nö, ich weiß nicht, was ich dazu groß sagen soll. Wir packen das dann quasi in unser Schnittprogramm unserer Wahl, was in unserem Fall Vegas Pro ist. Vegas 18 Pro. Das war letztens im Humble Bundle. Danke, Humble Bundle. Und naja, dann versuche ich die Stille so gut rauszunehmen, weil das teilweise ein bisschen awkward ist, wenn man nachdenkt oder wenn man quasi, wenn der Host manchmal sagt oder so. Was sehr oft ist. Ja. In letzter Zeit nicht mehr so. Das ist richtig. Ich werde halt auch besser mit, je öfter ich das mache. Das ist korrekt. Auf jeden Fall werde ich dann halt viel davon entfernen und halt einfach dafür sorgen, dass es eine bessere Listening Experience ist. Und halt Bilder einfügen, damit es auch eine bessere Visual Experience ist. Genau. Also auf gut Deutsch gesagt, du machst das Ganze leichter hörbar und hübsch. Genau. Und, wenn du es fertig geschnitten hast, schicken wir das Ganze dann
an wen auch immer wir gerade interviewt haben. Einfach, weil ich sicher gehen möchte, damit dass den Leuten nicht nach 2 Wochen einfällt, hätte ich vielleicht lieber nicht sagen sollen. Deswegen, bevor es auf YouTube hochgeht, kriegt jeder das nochmal zur Ansicht. Und sobald dann vom Interviewgast der Daumen nach oben kommt und die sagen, oh, das passt so, das nehmen wir, lade ich es dann hoch. Und dann kriegst du den nächsten besten Termin. Genau, mach ein Thumbnail dazu, schreib eine Beschreibung, versuch irgendwie alles unterzubringen, was die Leute mir gegeben haben an Links und hast du nicht gesehen. Wenn du es nicht vergisst. Wenn ich es nicht vergesse. Genau, und dann geht das Ganze online. Dauert in der Regel so summa summarum, weil wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen zu tun, so circa 2 Monate von Aufnahme bis ist online. Ja, at most. Je nachdem auch, wie viel Andrang gerade ist. Richtig. Aber ich denke mal, so 6 bis 8 Wochen ist zumindest der aktuelle Stand. Ja, das ist realistisch. Gibt's noch irgendwas zu den Dienstag-Uploads zu sagen? Zu den Interviews wüsste ich gerade nicht. Nö. Falls wir jetzt irgendwas einfach nicht auf dem Schirm haben, das einer unserer Zuschauer wissen möchte, unten Kommentarsektion, Frage rein damit und dann gibt's auch eine Antwort. Ja, ich bin selber in unseren Kommentaren, auch mit meinem privaten Konto. Das heißt, wenn ihr diesen blöden orangenen Fuchs seht, dann ich beantworte auch Fragen. Richtig. Andersrum, der Fluffy-Account selber, also alles, was über den Fluffy-YouTube-Account geschrieben wird, das bin in der Regel ich. Das heißt in der Regel? Ich glaube, ich habe noch nie mit dem Fluffy-Account irgendwas geschrieben, irgendwas kommentiert. Okay. Ja, wir machen ja nicht nur Interviews, wir machen ja auch noch andere Sachen. Wenn wir so durch die Woche durchgehen, haben wir immer Dienstag 17 Uhr ein Interview. Wenn machbar, Mittwoch 17 Uhr ein Video zu irgendeinem Event. Also ein First Aid Walk, wir fahren auf einer Con, keine Ahnung, was uns gerade so untergekommen ist. Der Dance war cool. Ja, das ist richtig, das Video ist auch richtig gut geworden. Dankeschön. Hatte ich auch echt Spaß beim Aufnehmen. Genau, da können wir vielleicht direkt ansetzen. Die Kamera hat im Normalfall auch Shoji. Yes. Ich sag mal, 90% der Fälle. Ich sag 99. Ja, auf jeden Fall fast immer. Ja, ich mag es nicht, wenn da viel zu viel Trubel ist. Das heißt, beim Dance hat es tatsächlich auch du zu 90% die Kamera. Ich hatte irgendwie ein paar Aufnahmen draußen gemacht. Ja, außer wir haben tatsächlich, woher auch immer, eine zweite Kamera. Entweder wir hatten das mal mit dem Handy probiert, ich habe auch schon mit der Kamera der Midfirst gefilmt. Stimmt. Die weiße DJ von Mera und Vince. Genau, weil ich sitze halt bei denen auch mit in der Orga, das heißt, ich hänge da auch relativ mit drin. Die haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, mit dem wir regelmäßig Material austauschen. Das heißt. Ja, mach halt Werbung für euch. Das heißt, ich übernehme auch manchmal deren Kamera. Cringe. Wieso? Das ist jetzt kein Ding. Cringe. Und übrigens, danke dafür, dass das mit dem Materialaustausch so gut klappt, weil nicht selbstverständlich, glaube ich, dass das zwischen 2 YouTube-Kanälen so gut funktioniert. Bedankst du dich jetzt bei mir oder bei Mera und Vince in den Zuschauerrängen? Und Chucky, den dürfen wir ja auch nicht vergessen. Stimmt, der filmt auch viel. Richtig, und der schneidet ja auch die Mitfür-Videos. Das heißt, der Standardfall bei einem Mitfür-Event ist ja, dass du und Chucky dasselbe Material habt, weil wir es ja untereinander austauschen, mit vielleicht kleineren Abweichungen. Und dann in der Regel, bis auf das eine Mal, doch 2 recht unterschiedliche Videos rauskommen. Naja, ich gehe mal davon aus, er macht das wie ich und dann hat er natürlich einen Bias dafür, gerne sein eigenes Material zu verwenden. Und ja, eher so ausweichenderweise auf das andere Material zugreift. Und du machst es halt andersrum. Du nimmst halt primär unseres und was auch immer dann von den Midfirst kommt, dann eher so als B-Roll. Zum Beispiel. Ja, was aber auch ganz gut funktioniert. Ja, weil ich wollte sagen, irgendwie ist das halt mein Handwerk und also meine Kameraführung und da möchte ich natürlich mein Ding nehmen. Was jetzt nicht heißen soll, dass die Qualität oder die Kameraführung der anderen Kamera schlecht sei. Es ist halt eher so ein, du anfängst einen Tisch zu bauen und dann die Wahl hast, nehme ich meinen Tisch zum Essen oder nehme ich den von Ikea, dann würdest du wahrscheinlich auch eher den nehmen, den du selber gebaut hast. Sag's doch einfach, persönlicher Stolz. Genau,
Man ist halt stolz auf seine Arbeit. Das ist ja auch völlig fein. Genau. Walk-Film sieht meistens so aus, dass wir uns erstmal überlegen, also wenn wir nicht wirklich ein Event quasi vor der Tür haben, wo ich eh dabei bin, dass wir uns irgendwie überlegen, worauf hätte man Bock? Was könnte uns Spaß machen? Also sowohl da zu sein, als auch zu filmen. Richtig. Und manchmal werden wir auch einfach von anderen Leuten eingeladen, die sagen, hey, ich hätte jetzt Lust, hier in Erfurt zu shooten. Wie wär's? Wollt ihr mitkommen? Und dann kann man, ja, wenn man schon mal sowieso mit Freunden irgendwo ist, dann kann man sagen, okay, ihr habt hier diesen Walk. Können wir filmen? Dürfen wir filmen? Und da wird dann meistens ja gesagt. Ja. Beziehungsweise die meisten werden dann halt sagen, ja, hier die Shooter dann nicht filmen, wenn sie keinen Head auf haben, was ich sowieso mache, selbst wenn mir das nicht gesagt wird. Hm. Und ja, dann geht das dann. Dann kann man da aufnehmen. Genau. Wo wir gerade dabei sind, man kann ja blöderweise nicht einfach überall rumrennen und filmen und nicht jeden filmen. Das heißt, da gibt es tatsächlich so ein paar Sachen, wo wir uns immer eine Platte machen müssen. Beispiel Erfurt. Im Gegensatz zu unserem üblichen Umkreis hier in der Ecke kannte ich die Leute halt wenig bis gar nicht. Das heißt, Richtig. Ich habe mir dann vorher erstmal die Mühe gemacht und bin dann einmal alle abgelatscht. So die weiß ich nicht, wie viel waren es da? 20 Leute, 20, 25 irgendwo in dem Dreh. Und habe erstmal alle gefragt, ob es okay ist, wenn wir so filmen, weil, ne, erstens gehört es zum guten Ton, dass du nicht einfach Leute ablichtest und zweitens ist halt auch rechtlich nicht ganz so einwandfrei, dass du einfach mit der Kamera drauf hältst. Richtig. Bei den Shootern ist das, weiß ich nicht, einigermaßen, ich sag mal, vorgesehen, dass die vor der Kamera landen. Die freuen sich ja meistens auch immer, wenn sie irgendwo auf Bildern oder Videos zu sehen sind. Bei allen anderen frage ich lieber nach, wenn ich die Möglichkeit habe. Stimmt. Ich glaube, die einzigen, die du nicht gefragt hast, waren die anderen, die quasi auch Kamera waren. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, ich selbst werde die Sachen auch rausschneiden, weil es nicht wirklich interessant ist, Leute beim Filmen einer anderen Sachen zu filmen, wenn du weißt, was ich meine. Genau. Ja. So, ich will halt, wenn ich sage, ich will mir den Walk angucken, dann will ich nicht dann die Kamera sehen. Ich will das Objekt sehen, was die Kamera gerade filmt. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum du irgendwann mal gesagt hast, so Film ist eigentlich ganz cool, weil wenn du hinter der Kamera bist, dann bist du sehr selten irgendwo bei den Fotografen vor der Linse und du magst es ja nicht, fotografiert zu werden. Richtig. Also ich bin quasi egal geworden. Richtig. Was mir auch einfällt, ist, wir waren ja auf der EF, zumindest für einen Tag. Nicht mal ganz, 2 Stunden. Ja, für ein paar Stündchen. Ich wäre gerne länger da geblieben, aber Urlaub hat es nicht hergegeben. Jedenfalls wurden wir darauf hingewiesen, dass man für den Park, der daneben an ist, fürs Planten und Blumen auch noch ein Videoerlaubnis braucht, wenn du da filmen willst. Was dann dazu geführt hat, dass ich den, keine Ahnung, 2 Tage vorher abends um 11 eine E-Mail geschrieben habe mit, ja, wir würden gerne da filmen, wäre das okay? Ich war total von der Rolle, dass am nächsten Tag irgendwie um 9 oder um 10 die Antwort da war mit, ja, macht halt. Ich bin das gar nicht gewöhnt, dass irgendwelche Behörden so schnell arbeiten. Ja, stimmt. Ein Gruß geht raus an die Stadtverwaltung von Hamburg. Wen wollen wir noch alles grüßen? Ja, ein Gruß geht raus an deine Mutter. Was? Gruß geht raus an alle. Genau. Universum für dich gegrüßt. Dann haben wir das ja endgültig abgearbeitet. Genau. Das ist auch immer so eine Sache, wo man noch mit draufpassen muss. Weil das Blöde ist, du musst ja auch beim Pixeln, wenn du das Video denn tatsächlich auf dem Schneidetisch hast und die Hälfte des Bilds besteht aus irgendwie so einer verpixelten Pampe, ist ja auch blöd. Sieht dann aus wie ein Dashcam-Video. Genau. Von insofern musst du ja in der Regel schon beim Filmen so ein bisschen drauf aufpassen, was du filmst, weil sonst musst du halt das halbe Bild pixeln, ist halt doof. Korrekt. Aber Walks sind auch eher so eine Sache oder generell Event-Videos, wo mach mal halt, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet. Richtig. Und selbst wenn keine anderen Furries sagen, ja, wir machen hier ein Event zu, dann dann gehen wir teilweise auch selber hin und gucken einfach, machen einfach.
Ja. Ich weiß gerade nicht, ob... Nee, bei der NovaCon waren wir bei keinem Furry-Event mit dabei. Wir sind quasi dann selber hingegangen, ohne uns da irgendwie anzumelden. Haben aber trotzdem Furries gefunden, um dann ein Furry-Walk-Video auf der NovaCon zu machen. Genau. Was ja auch ganz lustig war am Ende des Tages. Ja, wir müssen da mal ins Nova und dann zum Bluebricks-Shop. Let's go. Geld ausgeben? Speedrun? Ja, nee, jetzt nicht. Oh. Wollen wir noch irgendwas zu den Walk-Videos sagen? Das Editing ist halt fast dasselbe wie bei den Interviews. Ich hau das ganze Material rein, kurz halt raus, was uninteressant ist. Was vielleicht noch interessant wäre, mit was wir überhaupt filmen. Stimmt. Weißt du, wie das Ding heißt aus dem Hinterkopf? Das ist die DJI Osmo Pocket 1. Das ist quasi eine kleine Handkamera mit einem automatischen Gimbal. Wenn man die Kamera einschaltet, dann wird er erstmal sich kalibrieren und quasi versuchen, diese Position auch zu halten, egal wie sehr man sich bewegt. Das ist ganz praktisch und dadurch hat man kein shaky Footage. Genau. Und bevor jetzt jemand sucht, das ist kein Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Das Ding ist eigentlich dafür, dass es verhältnismäßig preisgünstig ist, eigentlich ganz cool, weil stabilisiert, die filmt in 4K 60. Das Einzige, was mich total fertig macht, ist der Weißabgleich. Ja, aber alle guten Sachen sind nie beisammen, sag ich mal. Ja, das ist richtig. Wenn du besseren Weißabgleich möchtest, dann sollte ich vielleicht mit meinem Handy filmen. Dafür kostet das Ding aber für Kameraverhältnisse ein Apfel und ein Ei. Ja, das sind trotzdem 400 Euro neu, glaube ich. Ja, hast du mal geguckt, was anständige Kameras kosten? Also quasi ein paar Kaliber größer als das, was wir jetzt haben? Nö. Aber es gibt eine Interviewfolge mit Dan the Lion. Da kann man mal reingucken. Der hat einiges cooles Material. Einige cooles Equipment. Schaut da mal rein. Genau, mehr Werbung. Mehr Werbung. Ja, aber ansonsten dann halt, wir versuchen das Ganze immer so schnell wie möglich zu schneiden, damit die Leute sich quasi die Videos angucken können, während die Erinnerungen noch frisch sind. Und dann auch, wenn die Erinnerung ein bisschen verblasst, können sie später wiederkommen und sagen, ha, der Tag war ja schön. Quasi wie ein Fotoalbum, aber nun in Bewegtbild. Genau. Omas Familienurlaubs-Dia-Show, aber mit mehr Groove. Und mit schlechter Musik. Danke YouTube Audio Library und Pixabay. Vielen Dank. Ihr seid die Besten. Hey, komm, so schlecht ist die Musik meistens gar nicht. Manche schon. Ja, wir versuchen ja zumindest immer irgendwas zu finden, was so einigermaßen passt. Ja, aber das funktioniert halt nicht immer. Das ist richtig. Wir können halt auch nicht irgendwas nehmen, weil der Kanal ist zwar nicht monetarisiert, aber ich möchte ungern, dass mir eines der Videos weggestrikt wird, einfach weil Never Gonna Give You Up als Videomusik hatten. Ja, die Leute sollen halt auch viele, viele Wochen, Monate, Jahre später sich dieses Video angucken können und sagen, ach, das war ja schön. Dann sitzt irgendwann Furry-Opa in seinem Schaukelstuhl und ist so, guck mal, da ist der Opa damals mit seinem Fursuit, ne? Als junger, strammer Bursche. Oh Gott. Mit seinen 25 Jahren, wie er irgendwelche Kinder erschreckt hat. Auch das ist vorgekommen. Ja, aber tatsächlich erstaunlich selten. Die meisten Kids finden es doch ganz geil, wenn sie irgendwo Furries in der Nähe haben. Ich finde es ja am besten, wie die Omis reagieren. Ja, das stimmt. Irgendwie Kinder sind eine große Zielgruppe und Omis. Das ist richtig. Naja. Passt das? Wollen wir noch irgendwas zum Mittwoch-Upload sagen? Achso ja, vielleicht die Shorts. Wenn wir kein neues Material haben, dann uploade ich halt Shorts und... Da bin ich ein bisschen kreativ mit dem Material. Theoretisch könnte ich auch mit dem Walk-Video kreativ sein. Aber ich möchte halt, dass es eine gewisse Formel beibehält. Ich möchte, dass dieses, wenn man irgendwie in 5 Jahren nochmal reinguckt, dass man sagt, ha, das war ein schöner Tag.
und nicht, dass zwischendurch irgendwelche cringy Memes mit dabei sind. Das mache ich wirklich nur bei Shorts. Wobei ein bisschen Schwachsinn hast du auch schon gemacht. Ich erinnere dich nur an das Intro zum Porsche-Video. Ach, ich erinnere dich an, ich habe irgendwann ein Bowling-Video gemacht und da habe ich dann ein Wii Sports-mäßiges Intro gemacht. Das war witzig. Ja, stimmt. Aber ich glaube, ja, das Porsche-Ding war mir lieber. Macht ja auch Sinn, den meisten Leuten gefällt ja das besser, was neuer ist, weil du entwickelst dich ja auch weiter mit der Zeit. Deine Videos sind ja so über die, wie lange machen wir das jetzt eigentlich? Anderthalb Jahre? 2 Jahre? Ja, nee, noch anderthalb. Gar nicht so lange. Weniger ja, als anderthalb. Mai 22. Okay. Also wie gesagt, noch gar nicht so lange. In der Zeit sind deine Videos aber auch deutlich schnell, deutlich besser geworden. Und immer noch cringe. Das ist richtig. An alle, die irgendwie auch Videos machen wollen, versucht, das Videomaterial zur Musik zu sinken. Das gibt einen gratis Quality Boost. Stimmt. Wenn es einigermaßen zur Musik passt, dann sieht das irgendwie, ich weiß nicht, dynamischer aus, würde ich sagen. Finde ich zumindest. Korrekt. Dann sieht das auch nicht aus wie einige der Clipshows, die ich teilweise auch schon auf YouTube sehe. Hm. Du meinst so, ja, ich stelle hier eine Kamera auf, lass die 5 Minuten laufen und im Hintergrund läuft Song Nummer 3 aus der YouTube Audio Library. Ja, und dann wird halt einfach nur die Szene weggeblendet, wenn es nichts Interessantes mehr zu sehen gibt und dann kommt die nächste Szene und naja, wie du schon sagtest, wenn man das zur Musik singt, dann wirkt das deutlich, deutlich dynamischer. Ist aber auch deutlich aufwendiger. Das ist richtig. Was denkst du, wie lange sitzt du so an so einem durchschnittlichen Walk-Video, an so, ich sag mal so 5 Minuten Video, die am Ende auf YouTube landen? Schwierig. Wie dynamisch reden wir? Sagen wir mal Porsche. Da gerade das Porsche-Video rausgekommen ist, da haben wir angefangen mit, was hatten wir? 1,5 Stunden Rohmaterial, das er auf 5 Minuten runtergekürzt hast. Da muss ich aber auch sagen, da habe ich absichtlich ein bisschen gewartet. Wir hatten ein bisschen andere Sachen zu tun und ich habe quasi mit für den Vortritt gelassen. Aber, ja, keine Ahnung, 5 Tage? Ich? Okay. Das Schnellste, was ich gemacht habe und trotzdem stolz darauf war, ist das eben erwähnte Bowling-Video und das SFD-Video. Das stimmt. Gerade das SFD-Video, finde ich, habe ich glaube ich schon mal gesagt, finde ich sehr gut geworden. Ja, das SFD-Video war glaube ich in zwischen 2 und 3 Tagen fertig. Ich habe aber auch schon Videos in quasi 2 Tagen fertig gemacht. Quasi Sonntag und dann Montag weiter. So. Das ist denn aber auch, wenn du sowas machst, also wenn du wirklich in 2 Tagen das Ding fertig machst, dann sitzt du wirklich von Sonntagmorgen bis Sonntagabend da und machst im Prinzip nichts anderes, außer zu schnippeln. Korrekt. Aber je nachdem, wie schnell ich damit fertig sein möchte, wie schnell ich damit abschließen möchte, dann naja, muss das halt sein. Ja. Ich kann ja nicht nur das machen, obwohl das cool wäre. Ja, schön wär's. Ja. Wobei ich glaube, einer der Vorteile dadurch, dass wir gesagt haben, wir haben so diesen regelmäßigen Turnus, wo die Videos rauskommen, ist, dass du irgendwann sagen musst, ist jetzt Feierabend, sonst schaffe ich quasi meine Deadline nicht, sonst landet es nicht da, wo ich es hinhaben möchte. Weil ich glaube, an einigen Videos würdest du sonst wahrscheinlich wochenlang schnippeln. Hm. Naja, du hast auch in deinem echten Arbeitsleben, in deinem Berufsleben, du hast auch Deadlines. Du musst irgendwann deine Sache abgeben, sonst steigt dir dann irgendwann dein Chef oder Teamleiter aufs Dach. Ja, ist richtig. Und wenn du selber der Projektleiter bist, dann steigt dir irgendwer anders aufs Dach, der CEO oder keine Ahnung. Ja, aber theoretisch, wenn du jetzt sagst, ich nehme jetzt ein Video und ich mache das so lange, bis ich wirklich absolut damit zufrieden bin, bis es wirklich das beste Video TM ist, dann wird es halt wahrscheinlich eher nicht fertig. Ja, dann wird es nie fertig. Weil, wenn du anfängst und sagst, ach, ich mache das jetzt perfekt, dann fängst du irgendwann an, besser zu werden während des Schneidens und dann denkst du, ach, jetzt ist aber der Anfang nicht mehr gut. Du verstehst, worauf ich hinaus möchte.
Das ist dann irgendwann ein Never-Ending Circle. Du arbeitest, wirst besser und dann guckst du das und dann denkst du, ah nein, das kann ich besser und arbeitest, wirst wieder besser und nein, es ist ein Teufelskreis. Einfach irgendwann sagen, das Video ist fertig und dann abgeben, hochladen, Ende. Wobei dir das auch schon passiert ist, dass du quasi im Verlauf des Videos besser geworden bist und das sogar bei einem, das du recht schnell geschnitten hast. EF? Also die 26. EF letztes... Nee, ich meine das EF-Video letztes Jahr. Ja, yeah, die EF... Nee, warte. War letztes Jahr die, nicht die 26? War das nicht heute dieses Jahr die 27? Gute Frage. Ja, doch, du hast recht. Ich glaube, letztes war die 26. Ja, sag ich doch. Also ja, letztes Jahr, das meine ich ja auch. Ja, da bist du quasi während des Arbeitens besser geworden, einfach weil das so viel Material war, dass du dir irgendwie eine Platte machen musstest, wie du es ins Video unterbringst, ohne dass er wirklich 4 Wochen da sitzt und schneidest. Richtig. Aber mir fällt da gerade noch was zu ein, wenn ich noch was zu sagen darf. Nee, darfst du jetzt nicht. Nee, erzähl doch. Ich finde das super interessant, dass es so viele Furries gibt, die einfach eine Kamera sehen und es ändert sich instant ihre Persönlichkeit. Sie legen dann quasi eine neue Maske an und sagen, Kamera! Und dann, keine Ahnung, sie winken der Kamera zu, sie fressen die Kamera, sie interagieren mit der Kamera, sie stehen nicht einfach nur da, sie... Selbst wenn es einfach nur winken ist, es fällt ihnen auf, oh, da ist eine Kamera, ich muss jetzt was machen. So, du hast so viele Fursuiter, die sind einfach, ich will sagen, Showbiz-Naturtalente. Ja, das stimmt. Aber dann gibt es natürlich auch Suiter, die, da ist das gar nicht der Fall. Die stehen halt da wie Salzsäulen, wie Mera hat in einer der Podcast-Episoden gesagt, wie sehr teure Deko. Und das kann ich so bestätigen aus meinen Erfahrungen beim Film. Das ist jetzt nichts Schlechtes, nichts Schlimmes. Jeder Suiter kann sich selbst aussuchen, sich selbst entscheiden, wie er vor der Kamera oder allgemein mit irgendwas interagiert. Aber es ist mir aufgefallen und ich finde das sehr interessant. Wobei man natürlich sagen muss, einfach nur dastehen macht halt vor der Kamera auch nicht allzu viel her. Ja, deswegen landet sowas relativ wenig in den Videos. Obwohl die Suits teilweise echt cool aussehen. Das ist richtig. Noch irgendwas, was dir vielleicht einfällt zu den Eventvideos? Nur eine Sache. Suiter brauchen ja Spotter. Und mir ist das schon so oft passiert, dass ich als Kameramann quasi eher einen Spotter brauchte als einige Suiter. Auf der EF26 wurde ich tatsächlich von einem Suiter gespottet, der mich auf ein Auto hingewiesen hat. Ich glaube, das ist auch im Video gelandet. Ja, ich glaube auch. Das war aber witzig. Kannst du die Szene hier kurz einblenden? Wenn ich das Video finde? Es ist mein Material. Ich kann auch das Rohmaterial einfach nehmen. Ja, davon rede ich doch. Ja, wenn ich das Rohmaterial finde, dann mache ich's. Und zu guter Letzt gibt's halt noch das, was wir jetzt gerade machen, Podcast. Hi. Meistens eher weniger nur mit uns beiden. Das ist jetzt vor allen Dingen deswegen, weil wir uns dachten, hey, ist vielleicht doch mal ganz interessant. Und zum anderen, wir hatten auch ein leichtes Zeitproblem durch jetzt vergangene Events hier, EF und SFD und so. Das hat alles, und wir waren im Urlaub, das hat alles relativ viel Zeit geraubt. Und Podcast aufnehmen ist relativ schnell gemacht. Podcast vorbereiten, wenn du irgendwie Gäste haben willst und ein bisschen ein interessantes Thema, dann ist irgendwie so gefühlt 90% Vorbereitung. Richtig, weil dann braucht man natürlich einen Termin, bei dem alle können und so weiter und so weiter. Ja, fängt ja schon beim Thema an, was willst du denn machen? Richtig. Und dann mit wem? Und dann, genau. Da können wir vielleicht anfangen, weil es ist ja eigentlich, chronologisch, wo fängt man an? Am Anfang. Ja. So, sagen wir, nehmen wir die letzte Episode. Ich glaube, das war die Fursuit-Bau-Episode. Ja. Wo wir uns halt einfach überlegt haben, Fursuit, schön und gut, aber wir machen jetzt einfach mal was darüber, wie sowas entsteht. Haben überlegt, wen kennen wir, der sich damit auskennt und der eventuell Lust hätte, hier mit dabei zu sein, haben die Leute angefragt.
Richtig. Haben halt ähnlich wie beim Interview auch uns einen Termin gesucht, haben überlegt, über was kann man sprechen, was wäre interessant, also dann auch mit den Leuten zusammen, die dann am Ende drin saßen. Richtig. Dazu vielleicht eine Sache. Ich hab's immer sehr gern, wenn es sind ja meistens drei Leute. Und das ist erstens eine schöne, gute Zahl. Und zweitens kann man dann da auch eine Gesprächsdynamik aufbauen. Ich habe das ganz gern, wenn der eine halt ein ziemlicher Pro ist, dann einen, der vielleicht reingeschnuppert hat, er kann irgendwie ein bisschen erzählen, aber ist halt kein Pro, und ein Laie. In der First-Hit-Episode warst du der Laie. Ja, das ist richtig. Aber das ist halt immer ganz interessant, weil der Laie hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge als der Meister, und der Meister hat nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge als der Lehrling. Ja, so kann man es ausdrücken. Genau, dann setzen wir uns hin, nehmen das Ganze auf, was je nachdem, was gerade aufgenommen wird, unterschiedlich lange dauert. So Stunde, anderthalb für wir setzen uns hin und labern. Für die VR-Chat-Episode haben wir wie lange aufgenommen? 5, 6 Stunden? Irgend sowas in dem Dreh? Ja, so ungefähr. Ah, mir taten die Augen sehr weh am Ende. Ja, das ist aufgefallen, glaube ich. Sorry. Aber die finde ich eigentlich auch ganz gut geworden. Ja, die fand ich sehr toll. Aber auch diese Episoden werden nur so gut dank unserer Gäste. Das ist richtig. Ich glaube, wenn wir jedes Mal einfach nur zu zweit hier sitzen würden, wäre es lange nicht so interessant. Richtig. Aber auf der anderen Seite, wen willst du fragen? Es geht ja quasi um eine Art Q&A mit Fluffy TV. Und es sind halt nur wir beide. Ja, ansonsten, wenn wir einen Podcast aufnehmen, ähnlich wie bei den Interviews, ja, hier Discord, was immer ein bisschen unpraktisch ist, wenn wir beide im Podcast drin sind, weil wir haben in unserer Wohnung die Schreibtische nebeneinander. Das heißt, wenn wir jetzt so sitzen würden, wie wir normal im Alltag, sage ich mal, rumsitzen würden, dann hätte ich nur eine Tonspur. Oder es gibt halt die ganze Zeit ein Echo, 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 Echo. Und das Echo. Ist halt blöd. Ja. Und deswegen werde ich dann immer verbannt. Richtig. Aber hey, da ist schön hell. Ja, okay. Bei Podcasts ist meistens dann ein bisschen mehr, was irgendwo reinzuschneiden ist. Weil, raus. Ja, das auch. Weil man, wenn du so eine Stunde laberst, du verhaspelst dich dann doch mal ein paar Mal mehr. Das zum einen, und zum anderen hast du dann auch mehr, was irgendwie eingebaut werden will. Ich erinnere mich nur an die eine Episode über Gaming, wo halt... Oh ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Bilder du in deinem Arbeitsordner dann am Ende da drinne hattest, aber es war nicht ohne. Ja, weil wir über so viele Games geredet haben. Ja, ich meine, war lustig. Ich mache ja das Ganze nicht zuletzt, weil ich Spaß dran habe. Aber ist halt dann doch ein bisschen mehr Aufwand, deswegen nur einer im Monat, das muss reichen. Mehr gibt die Freizeit auch irgendwann einfach nicht mehr her. Wie gesagt, ich bitte darum, ich möchte nämlich auch irgendwann mal was anderes machen als schneiden. Nein, du gehst zurück in deinen Editing-Keller, wenn wir hier fertig sind. Oh, kriege ich wenigstens was zu essen? Ich bestelle uns was. Harry Potter gibt Dobby eine Socke. Okay. Nö, aber ansonsten dann halt raushauen. Was tatsächlich auch schon mal als Frage gekommen ist, ob wir das Ganze als wirklich richtigen Podcast zur Verfügung stellen, also so für den handelsüblichen Podcatcher und dergleichen Geschichten mehr. Ja, im RSS-Feed oder auf Spotify oder so. Richtig. Weiß ich noch nicht. Zum einen haben wir dann doch für einige Episoden relativ viel Bildmaterial, das dann verloren geht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Und zum anderen... Ich denke halt, dass das fein wäre, wenn das Bildmaterial nicht mit rübergebracht werden kann. Aber, naja, es wäre halt noch mit weiteren Kosten verbunden. Man müsste quasi ein Host-Service kaufen, bezahlen, der dann irgendwie auch nochmal 5 Euro im Monat kostet oder so. Das sind auch nochmal 60 Euro im Jahr. Und naja, YouTube wirft kein Geld ab. Noch nicht. Maybe irgendwann das mal. Richtig. Das ist richtig.
Und naja, also wenn, dann vielleicht viel, 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 viel später, aber aktuell nicht. Richtig. Wenn, dann nur dank euch. Danke im Voraus. Genau, und dann geht auch der online und boah, existiert halt und ihr könnt euch reinziehen oder könnt es sein lassen. Genau. Aber auch die Podcasts sind erstaunlich positiv aufgenommen worden. Ich hatte ja auf unseren, wir haben ja anfangs über unsere Historie erzählt, in unserem alten Kanal, ich hatte mich ein bisschen davor gefürchtet, dann tatsächlich nun Interviews und halt so Labergedöns zu veröffentlichen. Du weißt halt nie vorher, wie das aufgenommen wird. Ja, das ist richtig. Deswegen hatten wir auch erstmal für die Interviews einfach wirklich gesagt, wir machen jetzt mal zwei, gucken, wie es ankommt. War ja erstmal positiv. Also haben wir gedacht, yeah, mach mal weiter. Das war gut. Genau. Und ja, jetzt sitzen wir schon wieder eine Stunde hier und labern. Am Ende des Schnitts wahrscheinlich eher so 50 Minuten, aber mal schauen. Ja, mein Gott. Nö, also von sofern, ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden damit, wie es aktuell ist. Es ist ein ziemlicher Haufen Arbeit, zugegebenermaßen für Schulti mehr als für mich. Ja, aber es ist lustig. Das stimmt. An Langeweile sterben wir so schnell nicht. Nö, ist aber auch ein interessantes und auch teures Hobby. Wie die meisten. Ja, ich meine, es ist kein First You teures Hobby, aber es ist auch teuer genug. Nee, es ist eher so in der Größenordnung so 150 Euro Mikrofon teuer. Ja, aber die Arbeit, die da reingesteckt wird, ist vergleichbar mit einem Fursuit. Ja, nur dass du das halt immer wieder und wieder und wieder hast, solange wie dieser Kanal hier aktiv läuft. Existiert. Genau. Aber ein erfolgreicher Suitbauer hat tatsächlich dasselbe Problem. Dann kriegt er den nächsten Auftrag und den nächsten Auftrag und den nächsten Auftrag. Ich werde mich auch nicht beschweren. Solange wie das Leute gucken, werde ich es wahrscheinlich auch weitermachen, solange ich die Zeit finde. Ja. Und solange ich immer noch Leute finde, die sich hier hinsetzen und sagen, ich habe was zu erzählen. Ja. Was auf was ich jetzt Bock habe. Was? Das Video zu beenden. Ein Döner? Jetzt, wo du es so sagst. Du hast gesagt, du bestellst was. Ich werde keinen Döner bestellen. Kann man noch irgendwas zum Mampfen? Es ist Feierabend, oder? Ja, ist Feierabend. Ich würde sagen, Ende Gelände. Okay, dann danke fürs Zuhören. Wir gehen mampfen. Bis zur nächsten Episode des Fluffcast. Fluffcast? Genau. Fluffcast? Fluffcast. Ich bin so selten hier Host. Ich weiß nicht, ich weiß doch nicht, wie das heißt. Du bist öfter Host. Einmal mit Profis. Nö. So. Nun ist aber gut. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bis zum nächsten Fluff. Tschüss. Bis zum nächsten Fluff. Ernsthaft? Ja, dann halt nicht. Dann, was soll ich sonst sagen? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.